Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Gesundheitsforum Seesen, der Asklepios Klinik Schildachtal Seesen, zur ersten digitalen Ausgabe. Und ich begrüße sehr herzlich neben mir Herrn Dr. Mletzko. Sie sind Chefarzt der Klinik Innere Medizin und Kardiologie der Asklepios Klinik Schildachtal in Seesen. Kardiologe, Experte praktisch auf dem Gebiet. Und ja, Dr. Mletzko, Herzinfarkt ist ein Thema, was viele Menschen bewegt. Es ist im Grunde eine Art Volkskrankheit. Rund 220.000 Menschen erleiden pro Jahr einen Herzinfarkt. Zwei Drittel davon sind Männer. Und es ist und gilt als die häufigste Todesursache, wie auch schon in den Vorjahren, praktisch die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Herzinfarkt, ein Wort, das viele Menschen wie ein Schreckgespenst vorkommt. Was ist das genau und wie entsteht ein Herzinfarkt? Ein Herzinfarkt ist ein plötzlich einsetzender Verlust der Durchblutung bestimmter Herzmuskelareale, meist hervorgerufen durch Blutgerinnsel, die dieses Gefäß komplett verschließen. Das kann sich andeuten durch die sogenannte Angina pectoris, meist Brustschmerzen lokalisiert vor dem Herzen oder hinter dem Brustbein. Es kann aber auch sein, dass es ein brennender Schmerz ist, wie bei Sodbrennen. Meistens geht das einher mit einer massiven Verschlechterung der Gesamtbefindlichkeit des Patienten. Es kommt zu Auftreten bei Luftnot. Es kann zu Übelkeit kommen. Es kann fehlgedeutet werden als Rückenschmerzen. Manche Patienten denken, es seien Halsschmerzen. Ein sehr, sehr buntes Bild. Aber allen Symptomen einig ist, dass sie schwerstgradig auftreten. Patienten haben einen Vernichtungsschmerz, der eigentlich wegweisend für einen akuten Herzinfarkt ist und stellt somit auch, wie Sie gerade schön ausgeführt haben, eine lebensbedrohliche Situation dar. Was sind denn die Hauptrisikofaktoren für Herzinfarkte? Wer ist besonders anfällig für Herzinfarkte? Es gibt Erkrankungen, die begünstigen das Entstehen eines Herzinfarktes. Zum einen ist es der Bluthochdruck. Ja. Zum anderen ist es Fettwechselstörungen, Cholesterin als Schlagwort, das hat fast jeder schon gehört. Dann gibt es aber auch familiäre Dispositionen. Das heißt, wenn in der Familie häufiger Herzinfarkte vorkommen, hat man auch ein erhöhtes Risiko. Und es sind Patienten, die Nierenerkrankungen und auch Rheuma haben. Und Rauchen darf man auch nicht vergessen, hätte ich beinahe verschluckt. Ja. Aber das sind die Faktoren, die die Entstehung eines Herzinfarktes begünstigen. Wie deutet sich denn ein Herzinfarkt an? Was fühlt man kurz vorher? Sie haben es eben schon angesprochen. Und ja, wie lange vorher merkt man einen Herzinfarkt in der Regel? Zugrunde liegt ja die sogenannte koronare Herzerkrankung, die Ablagerung von Kalk bzw. Fetten in den Herzkranzarterien, die dann allmählich zu einem Verschluss führen. Das ist von Patient zu Patient unterschiedlich, wie schnell das voranschreitet. Man kann Monate vorher Beschwerden bekommen, indem man merkt, dass die Leistungsfähigkeit sinkt. Die meisten Patienten meinen dann, das hängt mit dem Alter zusammen, weil sie eh schon was älter sind und deswegen man nicht mehr so fit ist. Es geht einher mit Luftnot. Später treten dann auch die vorgenannten Beschwerden dazu, dieses Druckgefühl um das Herz, die Ausstrahlung in den Armen, in die Schulterblätter, in den Hals. Allen Sachen ist eigentlich gemeinsam, dass sie eher belastungsinduziert beginnen. Das heißt, man hat Belastungsstufen, bis zu denen man beschwerdefrei kommt. Und dann treten diese vorgenannten Beschwerden ein. Und meistens ist es so, dass es eine Zeit lang auf dieser Stufe verweilt. Also zum Beispiel die halbe Treppe schaffe ich gut und dann geht's los. Und je weniger mit der Treppe man schafft nachher ohne Beschwerden, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Vorboten eines Herzinfarktes handelt. Inwieweit spielt denn die Zeit als Faktor eine Rolle bei der Behandlung? Bei der Behandlung ist es immens. Der Herzmuskel ist eines der wichtigsten Organe neben dem Gehirn, was wir überhaupt im Körper besitzen, und hat daher eine sehr kurze Überlebenszeit, die einzelne Herzmuskelzelle.
Und vom Beginn der Symptomatik an bis zur Wiedereröffnung des Gefäßes, da werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, haben wir maximal 2 Stunden. Das hört sich viel an, aber es ist leider, wie Untersuchungen zeigen, nicht so viel, weil die Patienten häufig erstmal denken, ach, das wird schon wieder besser, leg dich mal hin, und dadurch wertvolle Zeit verloren geht. Und nach 2 Stunden kann man im Prinzip sagen, dass das abgestorbene Gewebe keine Chance mehr hat, sich zu regenerieren. Kommen wir zur Diagnose eines Herzinfarktes. Wie stellt man ihn praktisch in der Klinik dann fest und welche Verfahren der Behandlung gibt es? Also wir müssen da unterscheiden. Herzinfarkt ist nicht gleich Herzinfarkt. Es gibt den sogenannten ST-Hebungsinfarkt. Das ist eine Blickdiagnose im EKG und ist eigentlich mit Schreiben des EKGs schon zu diagnostizieren. Mhm. Und dann geht es richtig schnell los. Dann muss der Patient sofort in den Herzkatheter. Es gibt aber auch die Sauerstoffschuld des Herzmuskels, die sich im EKG nicht zeigt. Wenn man es graduieren würde, würde man quasi sagen, umgangssprachlich, Herzinfarkt 2. Klasse. Mhm. Trotzdem stirbt da auch Herzmuskelgewebe ab, aber nicht von jetzt auf nachher. Ja. Und bei diesen Patienten braucht man die Laboruntersuchung, weil man eben, wie gesagt, im EKG nichts sieht. Und diese Laboruntersuchung hat man relativ zügig, maximal Viertelstunde, halbe Stunde liegen die Werte vor. Und dann hat man von der Erfahrung her ungefähr 24 bis 72 Stunden Zeit, bis man den Patienten kathetert. Aber kathetert werden sollte er auf jeden Fall. Kathetert, das ist das Stichwort. Vielleicht erläutern Sie ein bisschen, was steckt dahinter. Katheter, Stent, ja. Was bedeutet das genau? Also das Schöne ist, dass man heute eben in vielen Fällen und gerade beim akuten Infarkt die Operation gar nicht mehr braucht, sondern kontraindiziert ist. Weil man kann sich vorstellen, dass wenn man nur 2 Stunden Zeit hat, bis der Patient in einer Klinik liegt, die überhaupt eine Herzchirurgie hat, und bis er dann auf dem Tisch liegt und bis die Operation beginnt, ist meistens die Zeit schon rum. Also die Domäne in der Behandlung des Herzinfarktes ist in der Tat der Herzkatheter. Wir bahnen uns da vom Handgelenk oder von der Leiste über eine Schlagader mit dünnen Katheter den Weg bis vor das Herzen. Das ist unproblematisch, es ist wie ein Schlauch in einen Kanal legen. Und dann spritzen wir Kontrastmittel in die Herzkranzgefäße und über die Röntgendiagnostik sieht man dann, welches Gefäß verschlossen ist. Ja. Und dann geht es eben schnell. Dann nimmt man einen hauchdünnen Draht, der ist etwas dicker als ein kräftiges Haar. Und mit diesem Draht, man kann schon sagen, popelt man sich durch den Verschluss hindurch. Und dann wird da ein Ballon drüber geführt, wie auf einer Schiene sitzend. Und dieser Ballon wird aufgedehnt und drückt dann diesen Blutthrombus, dieses Gerinnsel quasi an die Seite. Und gesichert wird das Ganze dann durch den Einbau einer Gefäßstütze, den wir auch Stent nennen. Und dann ist es fertig. Ja. Klingt sehr spannend, minimalinvasiv sozusagen. Ja. Eine medizinische Entwicklung, die es vor Jahrzehnten nicht gab und mit der man wahrscheinlich jetzt viel, viel mehr Leben retten kann. Nicht? Ja, absolut. Und wir sehen das auch in den Folgeerkrankungen. Wie ich angefangen habe als junger Assistenzarzt, war der Herzinfarkt eine schwerwiegende Erkrankung wie heute auch, nur ohne die sofortige Interventionsmöglichkeit. Also damals gab es die Kathetertechnik, geschweige denn die Aufdehnung, also die PTCA oder der Stenten, überhaupt noch nicht. Und damals lagen die Patienten 3 Wochen strikt im Bett, um dem Herz überhaupt die Chance zu geben, sich selber, soweit es geht, zu reparieren. Mhm. Wie vorhin aber schon ausgeführt, funktioniert das nicht. Nach 2 Stunden ist der Herzmuskel abgestorben und dann blieben natürlich mehr oder minder große Areale des Herzens, die an der Pumpkraft des Herzens nicht mehr beteiligt waren. Mhm. Und dadurch war die Funktion der Blutpumpe, also unseres Herzens, drastisch eingeschränkt und damit liefen dann die Patienten ein Leben lang rum. Das heißt, verminderte Belastbarkeit, teilweise musste der Job gewechselt werden. Das können wir heute alles verhindern, wenn die Patienten rechtzeitig kommen, die Diagnose schnell gestellt wird und unmittelbar interveniert wird. Ja.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Vielleicht nochmal kurz zurück zum Herzinfarkt bei Männern und bei Frauen. Ich habe irgendwie gehört, dass Frauen tendenziell das eher verschleppen und später praktisch damit zum Arzt gehen. Wirkt sich der Herzinfarkt anders aus bei Frauen? Oder unter dem Strich stimmt das. Aber man muss sagen, dass die Frauen eine meist verschleierte Symptomatik haben. Das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Vernichtungsschmerz hinter dem Brustbein vor dem Herzen, haben die meisten Frauen nicht. Warum, wissen wir nicht, aber es ist so, bei den Frauen sind es meistens im Bauchschmerzen, die natürlich primär nicht direkt an das Herz denken lassen. Viele dieser Patienten oder Patientinnen werden auf Gallenbeschwerden behandelt, weil eben die Lokalisation meistens im rechten Oberbauch ist. Und damit dann auch zu spät der Intervention zugeführt. Und das sind dann häufig auch die Patientinnen, die eben einen bleibenden Schaden am Herzmuskel zurückbehalten und dann auch den Rest ihres Lebens damit kämpfen. Deswegen ganz wichtige Frage, wenn bei Frauen gehäuft die Symptomatik im Oberbauch liegt, sollte man eben dran denken, dass es trotzdem vom Herzen kommen kann. Und dann lieber einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Appell an alle unsere Bürgerinnen und Bürger, die uns jetzt zuschauen. Vielleicht noch zwei Aspekte. Einmal, wenn man einen Herzinfarkt gehabt hat und langsam wieder zurück möchte ins Leben sozusagen, wie sieht das mit der Belastung aus? Wie vorsichtig muss man das Herz wieder belasten? Können Sie dazu ein Wort sagen? Ja, also ich bin ein großer Verfechter davon, dass die Patienten anschließend möglichst in eine stationäre Reha gehen, wenn die Krankenkassen das genehmigen. Da aber mittlerweile die Genesungsrate zeitlich wie inhaltlich sehr gut bei den Herzinfarkten ist, wenn man sofort interveniert, versuchen die Kassen, aus welchen Gründen auch immer, das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, diese Reha nicht zu genehmigen. Man sollte da wirklich hartnäckig sein. Es geht mir weniger um die Belastbarkeit des Herzens, als vielmehr das Lernen des Umganges mit dieser Erkrankung. Wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben, gibt es Risikofaktoren und es ist eine chronische Erkrankung. Also eine koronare Herzerkrankung, die geht nicht weg, die hält nicht aus wie eine Grippe oder ein Beinbruch. Die trägt man ein Leben lang in sich und nimmt sie auch ein Leben lang mit. Deswegen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Risikofaktoren ausreichend behandelt werden. Und wir können 50% mit Medikation machen. Ja. Die anderen 50% müssen von den Patienten kommen. Das heißt Bewegung, gesunde Ernährung, regelmäßige Medikamenteneinnahme, regelmäßige Kontrolluntersuchungen und ein aktives Leben und nicht ein Leben in Angst auf dem Sofa. Dann nehmen Sie den zweiten Aspekt schon vorweg, nämlich die Frage, wie kann man einem Herzinfarkt vorbeugen? Sie haben es gesagt, gesunde Ernährung, Sport, wenn es geht, nicht rauchen und diese Risikofaktoren praktisch spiegelbildlich minimieren oder ausbilden. Ja. Was würden Sie noch ergänzend sagen? Irgendwas vergessen? Nein, eigentlich nicht. Also es ist das aktive Leben, was meines Erachtens die wesentlichste Komponente ist. Sie haben Sachen genannt wie fettarm ernähren, rauchen sein lassen und. Aber wir haben im Leben sowieso so viele Vorschriften. Das ist jetzt nicht die öffentliche oder offizielle Meinung der kardiologischen Gesellschaften. Aber ich finde, das Leben muss noch Spaß machen. Und deswegen habe ich noch nie einem Patienten irgendetwas verboten. Ich habe ihm nur geraten, wenn er sündigt, in welcher Richtung auch immer, muss er das kompensieren durch Aktivität. Das ist nicht die offizielle Lehrmeinung, aber wir sind ja auch dem Leben verpflichtet und nicht nur der Gesundheit. Wunderbar, das ist schon beinahe das Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Mletzko. Gerne. Zum Thema Herzinfarkt. Viele Informationen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie uns zugeschaut haben. Es ist die erste Form dieses digitalen Gesundheitsforums SESEN, unsere Asklepios-Klinik, mit der wir medizinische Themen in ihren Grundzügen erläutern wollen und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, sensibilisieren möchten für bestimmte Krankheiten bzw. wie man diese vermeiden kann. Vielen Dank
Danke fürs Zuschauen. Danke, Dr. Mletzko, dass Sie gerne im Studio waren. Einen schönen Tag. Wiedersehen.